Landwirt packt bei Markus Lanz aus und haut mal richtig auf den Tisch, denn er hat die Schnauze voll von der Regierung. Einen Bürokratiewahnsinn umzusetzen. Wir sind ja die Grünsten der Welt, weil wir es nicht zu Ende denken, weil wir diese Folgeabschätzung unterlassen. Und das ist etwas, was jeden Landwirten schmerzt. Hanfanbau in leerstehenden Schweineställen hat uns allen Ernstes die grüne Landtagsabgeordnete, unsere grüne Landwirtschaftsministerin empfohlen. Das ist kein Witz. Das und vieles mehr im Zusammenschnitt von der Markus-Lanz-Sendung und jetzt geht's los. Wir hören ja ständig von den wahnsinnig hohen Agrarsubventionen. Herr Lohmeier gibt ja aber mal interessante Informationen, wo das meiste davon überhaupt landet. Und er ist ja nicht alles für die Landwirte. Wenn Sie mal gucken, wer die bekommt in Deutschland, die ersten 20 Subventionsempfänger, die größten, da finden Sie keinen Bauernhof. Das sind alles Ministerien, NLWKN und so weiter. Das Moment, Empfänger von Agrarsubventionen? Ja, natürlich. Das sind zum Beispiel der größte sind die Sozialversicherungen mit 60 Millionen im letzten Jahr gewesen. Dann kommt das Mecklenburg-Vorpommersche Landwirtschaftsministerium, dann kommt der NLWKN, dann kommen Deichverbände und jeder, der Fläche hat. Und das, was an Landwirte geht, das darf ich auch sagen, muss ich auch über die Einkommenssteuer versteuern übrigens. Das nächste Thema haben auch nicht so viele auf den Schirm, dass Landwirte gezwungen sind, 4% ihrer Agrarfläche brach liegen zu lassen. Und man merkt, das regt Herrn Lohmeier ziemlich auf. 4% unserer Fläche brach liegen, verpflichtend. Warum? Das ist, warum müssen Sie das machen? Das müssen Sie eigentlich mal diese Politik fragen, die das innerhalb der Europäischen Union so umgesetzt hat. Das soll wohl Insekten schützen, wenn wir fragen, was genau? Also es wo geht, ist um, die geht Basis? Um Biodiversität. Wir sollen Biodiversität fördern, aber das tut es nicht, weil mir keiner erklären kann, wo das, was auf diesen 4% auf unseren Hochertragsstandorten jetzt nicht mehr wächst, wird ja benötigt. Alle 3,6 Sekunden stirbt laut UN ein Mensch an Hunger auf diesem Planeten. Es wird ja gebraucht. Es wächst jetzt dort nicht mehr. Ich lasse das einfach dort veröden. Wo wird dieses, was da nicht mehr wächst, jetzt produziert? Klimaschonender, insektenfreundlicher, effizienter, nachhaltiger und auch zur selben Qualität. Diese Antwort möchte ich haben und kriege sie nicht. Und solange das nicht der Fall ist, bevor mir das keiner sagt, fallen für mich die Regenwälder dafür. Und wir sagen grünes Kleeblatt hier, wir sind ja die Grünsten der Welt, weil wir es nicht zu Ende denken, weil wir diese Folgeabschätzung unterlassen. Und das ist etwas, was jeden Landwirten schmerzt. Und da haben wir wieder so eine klassisch grüne Idee. Die meinen, ja, das ist doch bestimmt gut, wenn wir da so ein bisschen von dem Land brach liegen lassen, da können sich da Insekten oder so ansammeln. Dass aber damit natürlich die Landfläche wegfällt und das dann entsprechend dann importiert wird, vielleicht sogar dafür Regenwald abgeholzt wird, so weit wird dann eben nicht gedacht. Und jetzt geht es um den absoluten Wahnsinn durch EU-Regulierung. Wir werden, also Deutschland wird ja immer wieder von der EU abgemahnt sozusagen, weil wir zu viel Nitrat in unseren Böden haben. Ist das richtig, wird der Bevölkerung erzählt, das bestreite ich in dieser Form. Das ist so nicht richtig, sondern wir haben eine Richtlinie nicht umgesetzt in Deutschland. Die Bundesrepublik hätte eine Richtlinie umsetzen müssen, das hat sie 25 Jahre nicht geschafft, wo sie zum Beispiel hätte sagen müssen, jedes Bundesland hat pro Quadratkilometer oder 100.000 Quadratkilometer so viele Brunnen, die sehen so aus, da wird so geprobt und wir haben ein System. Dieses System ist nie entstanden. Okay. Und jetzt wird einfach gesagt, wir haben einen Grundwasserkörper, da sind meinetwegen 20 Brunnen grün, das heißt, die haben nicht zu viel Nitrat und ein einziger hat 50 Milligramm, das ist der Grenzwert und dann ist der ganze Grundwasserkörper rot. Obwohl, und das ist überhaupt nicht mal die Frage, ob das aus der Landwirtschaft stammt überhaupt. Das könnte auch aus einer Kläranlage stammen oder aus der Natur stammen. Interessiert gar nicht mehr die Frage, weil wir jetzt etwas umsetzen müssen. Hier wird der Bauer in Haft genommen dafür, dass die Politik über Jahre lang etwas nicht umgesetzt hat. Interessant. So, und das ist das, was uns wahnsinnig ärgert. Und jetzt haben wir Hochertragsstandorte. Ich habe sowas gerade dieses Jahr bekommen. Da ist kein Nitrat im Grundwasser. Das behauptet doch gar keiner. Sie messen das. Da wird einfach nur gesagt, da könnte aber in den nächsten 100 Jahren eventuell die Situation entstehen. Und deswegen macht man wieder ein rotes Gebiet auf. Und das ist wieder ein klassisches Problem der EU, wo irgendwelche Gesetze beschlossen werden, auch wenn die in der Realität eben in vielen Fällen völlig unsinnig sind. Zum Beispiel musste im Ort Klempau in Schleswig-Holstein zwingend ein Lärmaktionsplan durchgeführt werden, weil dort eine Autobahn vorbeiführt. Diese liegt aber am Rand einer Wiese und die ersten Häuser sind 1,5 Kilometer von der Autobahn entfernt. Es gab also keinerlei Bedarf für ein Lärmschutzkonzept. Tja, aber dann hat die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik eingeleitet, weil sie entschieden hat, dass sämtliche Gemeinden einen Lärmaktionsplan zum Lärmschutz durchlaufen müssen, auch wenn niemand betroffen ist. Und das musste die Gemeinde dann auch tun, sie hat es zum Sonderpreis von 12.000 Euro gekriegt, mit dem Ergebnis, dass niemand vom Lärm der Autobahn betroffen ist, da auf der Wiese davor nur ab und zu mal Schafe stehen. Und da werde ich jetzt gezwungen, einen Bürokratiewahnsinn umzusetzen, Bodenproben ziehen, bis dort hinaus. Ich muss jetzt bei dem Hochwasser, weiß ich gar nicht, wie das umsetzen soll, ehrlich gesagt. Ja. Und muss, also ich sitze nur noch am Schreibtisch und im Endeffekt geht es gar nicht mehr um das Grundwasser. Das ist überhaupt nicht mehr das Thema. Es geht nur darum, diese Nitratrichtlinie jetzt so umzusetzen, dass die EU zufrieden ist. Dieser Bürokratiewahnsinn ist wirklich absolut unglaublich. Hören wir uns nochmal von einem Ex-EU-Abgeordneten an, woher denn diese Regulierungswut von der EU überhaupt kommt. Und warum es immer mehr wird. Folgendes Beispiel.
ein Kommissar, 27 an der Zahl, muss eigentlich seine Existenzberechtigung nachweisen. Also ich sage jetzt mal, pro Direktion 4 Richtlinien pro Jahr. Sonst kriegt er wegen Untätigkeit einen Rüffel, möglicherweise. Über 5 Jahre sind es 20 Richtlinien pro Kommissar. Mal 27 sind 540 Richtlinien. Eine wunderbare Idee. Und so funktioniert Europa. Dem gesamten Interview habe ich übrigens ein eigenes Video gemacht. Das ist auch sehr interessant. Link in der Beschreibung. Das nächste ist auch ganz spannend. Wie nämlich die ständig kolportierten Rekordgewinne unter anderem auch entstanden sind. Und die Wahrheit ist folgendes. Ich habe im letzten Jahr, wo ich meine Schafe wegen des Wolfes nicht weiter haben konnte, meine Schafhaltung aufgeben musste, das beste Jahr gehabt in meiner Schafhaltung. Noch nie hatte unser Hof so viel Geld verdient an Schafen wie im letzten Jahr. Wow, Gewinne ohne Ende. Warum machst du nicht weiter, Lohmeier? Ja, wenn ich mir die Gewinne anschaue, stelle ich fest, ja, weil ich meine Schafe verkauft habe, sind die Gewinne so hoch. Ja, und das gehört nämlich auch zu der Wahrheit, die gerade in den Öffentlich-Rechtlichen immer gerne verschwiegen wird. Dort hören wir immer von Rekordeinnahmen. Der Herr Lohmeier hat hier noch ein Beispiel von seinem Freund erzählt, der Spargel angebaut hat und das jetzt aufgegeben hat, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Dadurch hat er natürlich auch seine Maschinen dafür verkauft und somit zumindest auf dem Papier Einnahmen generiert. Aber das ist eben einmalig und in Zukunft wird er damit ja auch keine Gewinne mehr erwirtschaften. Und dann stehen auch aufgrund der unsicheren Lage viele Ställe leer, das heißt die Bauern investieren nicht mehr in neue Ferkel oder neues Futter, wodurch es natürlich vom Gewinn entsprechend auch weniger Abzüge gibt. Dann erzählt er auch noch, warum es einen dramatischen Rückgang beim Verkauf von Landwirtschaftsmaschinen gibt. Nächste Beispiel, ich würde gerne eine neue Maschine kaufen. Ernsthaft, jetzt sind die Preise für Maschinen 20-30% höher gegangen. Die Getreidepreise sind schlecht. Ich war bei der Bank, habe noch gefragt, ob ein Sondervermögen da rumliegt. Ist nicht der Fall. Also kann ich das eben nicht machen. Ich bin nicht die Bundesregierung. Und dann habe ich die Situation, dass ich es verschiebe. Investitionsstau nennt sich das. Wir das heißt, auf dem Papier haben Sie dann erstmal da auch da genau, wieder Geld rumliegen. Aber wir waren bei der Agritechniker, Hannover, einer der größten Messen für Agrartechnik. Wir haben mit den Firmen gesprochen im Hintergrund. Und wir haben die Information bekommen von einem namhaften Hersteller, dass in diesem Jahr 52% weniger in Deutschland an Landmaschinen verkauft wird. Das ist eine dramatische Zahl. 52% weniger Landmaschinen verkauft in Deutschland. Das ist wirklich extrem. Und so etwas zeigt ja wirklich ziemlich deutlich, dass man gerade aufgrund der unsicheren politischen Lage sich nicht einmal traut, in teurere Maschinen zu investieren. Schauen wir jetzt mal auf Ralf Stegner von der SPD. Der sagt nämlich darauf, dass Frau Siems immer betont, dass das Ganze marktwirtschaftlicher angegangen werden müsste, mit weniger Regulierungen, Folgendes. Aber Ihre Behauptung, die Sie immer wieder aufstellen, die Dinge wären besser, wenn die Leute das alles alleine regeln würden, dann hätten wir Anarchie. Das Nein, das ist nicht Anarchie, also sondern einfachere Regeln und weniger Subventionen und mehr Berechenbarkeit war eigentlich mal das deutsche Wirtschaftsmodell, Leute, was uns stark gemacht die gleichen hat. Es Leute, war gerade nicht Subvention. Das kann auch nur von der SPD kommen. Für den Ralf Stegner ist also eine freie Marktwirtschaft Anarchie. Und das will ich nämlich auch nochmal betonen, dass ich selber ebenfalls kein Fan von Subventionen bin, wenn hier einfach Geldgeschenke verteilt werden, weil ein Unternehmen sonst nicht wirtschaftlich ist. Stattdessen sollte man, wie zum Beispiel in den USA, lieber die Steuern senken. Und die sogenannte Subvention für die Bauern ist ja nichts anderes als eine Steuersenkung. Und der Herr Leumeier hat auch noch gesagt, dass er kein Problem damit hätte, wenn die Subventionen wegfallen, wenn es dafür nicht diese ständige Überregulierung gäbe. Die EU ist diejenige, die schon immer subventioniert hat, bloß waren wir Deutschen nicht so stark. Inzwischen sind wir innerhalb der EU mit Abstand Subventionsmeister. Und unsere Wirtschaft wird schwächer. Gucken Sie sich das doch an. Das ist doch nicht überzeugend. Ich meine, was wir jetzt machen, ist, wir große Branchen wie Stahl an den Subventionstopf, dann werden wir genau das erleben, was die Agrarwirtschaft hat jetzt. Sie wird nicht dadurch stärker, weil sie wird abhängig von Politikern und wird dann eine Lobby haben, die genau das immer sagt, nie weg von den Subventionen, weil sie es dann nicht mehr können. Und Frau Siems bringt das hier wunderbar auf den Punkt. Die Unternehmen werden einmal abhängig von der Subventionierung und sie konzentrieren sich ja dann auch darauf, das zu produzieren, was subventioniert wird und nicht das, was vielleicht besser wäre, was ja auch Innovation wiederum hemmt. Gehen wir nochmal zu unserem Landwirt, der dann erklärt, wie ihn die Steuererhöhung belasten würde. Ihr verdient doch genug, das ist doch nicht so viel Agrardiesel. Ja. Entschuldigung, bei mir gehen 4.500 Euro Agrardiesel Steuererhöhung ab. Und die sollte sogar, und das hat auch wirklich, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt, sowas, rückwirkend wirken am Anfang. Für das Jahr 2023, wo ich den Diesel in dem Bewusstsein eingesetzt habe, dass ich das zurückbekomme, wollte man mir das rückwirkend abziehen als Steuererhöhung. Das ist schon krass. Übrigens auch ein Punkt, den ich noch nie in den Medien gehört habe. Da stellt man nur immer den Bauer in die rechte Ecke. Jetzt wollte aber Ralf Stegner nochmal richtig austeilen und blamiert sich total dabei.
Ich akzeptiere die Kritik, aber ich finde das Übermaß, zu sagen, das ist alles Mist, der Staat funktioniert nicht mehr, wird dem nicht gerecht, welche Schwierigkeiten momentan gelöst werden. Dann habe ich. Und wenn man Deutschland vergleicht mit anderen, wir sind inzwischen, wir haben den höchsten Beschäftigungsstand aller Zeiten, wir sind die drittgrößte Wirtschaftsmacht inzwischen geworden vor Japan. Und es ist nicht so, dass alles schlecht ist. Ja, wir sind aber nicht nur EU-Schlusslicht, sondern auch weltweit extrem zurückgefallen. Und dann rühmt er sich noch, dass Deutschland jetzt vor Japan ist, nur weil es in Japan noch schlechter läuft. Das ist, als würde ein Formel-1-Fahrer es sich selbst zuschreiben, wenn er vom 4. auf den 3. Platz kommt, nur weil kurz vor der Ziellinie beim Wagen vor ihm der Reifen geplatzt ist. Wir dümpeln seit Jahren herum. Wir sind schlechter aus der Corona-Krise gekommen. Wir sind die gesamte EU ist heute nicht mehr verglichen mit den USA. Ist deutlich ins Hintergrund. Genau. Und wir sind innerhalb der EU das Schlusslicht. Heute war der Außenhandelsverband und hat gesagt, sie wissen nicht, was sie tun. Im Prinzip, das war so auf den Punkt gebracht, dass es eben dieses Handwerk ist. Es geht gar nicht darum, dass man mehr Klimaschutz machen muss, dass CO2, es gibt einen effizienteren Weg als das, was wir jetzt machen. Und diese Kleinteiligkeit, die eben alles vorschreiben will, wenn man eigentlich nicht die Regeln klar setzt. Es ist weniger Regeln, die einfacher sind und marktwirtschaftlicher. Die wirken eben sehr viel besser. Das ist doch genau der Punkt. Weniger Regulierungen, mehr Marktwirtschaft. Stattdessen gibt es hier mal 10 Milliarden für Intel, dort mal 7 Milliarden für Siemens Energy. Oder mal ein paar hundert Millionen für einen Batteriehersteller, den man nach Deutschland locken möchte. Und dann die EU, die wirklich alles bis ins kleinste Detail durchregulieren will. Alleine jetzt schon die Plastikdeckel, die jetzt an den Flaschen festsitzen müssen. Mal abgesehen von den Kosten, die vermutlich auf die Verbraucher umgelegt werden, schätzt man, dass dadurch 50 bis 200.000 Tonnen mehr Plastik verbraucht wird. Klasse Idee, oder? Der Hammer ist aber, was die grüne Landwirtschaftsministerin den Bauern empfohlen hat, wenn es mal schlecht läuft. Worin sollen wir denn unser Geld eigentlich verdienen? Stallbauten gibt es nicht. Tierhaltung wandert ab vor nachgelagerte Bereiche. Das ist eine Katastrophe. Es ist überhaupt keine Perspektive mehr, wo man sagt, da wird es immer gut. Hanfanbau in leerstehenden Schweineställen hat uns allen Ernstes die grüne Landtagsabgeordnete, unsere grüne Landwirtschaftsministerin empfohlen. Das ist kein Witz. Also irgendwann fühlt man sich auch nicht mehr ernst genommen. Und Cannabis-Freigabe kommt ja alles auch ernst nicht gemeint. Und wir haben unter diesem Bundeslandwirtschaftsminister jetzt seit Jahren keine Perspektiven mehr. Ja, wenn der Rest nicht funktioniert, sollen sie halt Hanf anbauen. Dabei kommt das Hanfgesetz ja auch nicht in die Gänge. Ja, so viel zu den Sorgen der Bauern. Wenn's gefallen hat, gerne ein Abo dalassen und vielleicht habt ihr auch Lust, über eine Kanalmitgliedschaft nachzudenken. Bis zum nächsten Mal.